Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Wir wollen endlich in dieses verdammte Versteck reinkommen. In das ich schon seit 3 Parts versuche hineinzukommen. Verdammte Hacke, noch eins. Und ja, ich werde wahrscheinlich ziemlich viel fluchen in diesem dämlichen Part. Bitte stört euch nicht zu sehr dran. Und ich darf meinen Timer nicht vergessen. Kleinen Moment, 1, 2, 1, 2, Start. Sehr schön. Irgendwas. Ach, das ist wahrscheinlich das Rohr. Gibt's hier irgendwas zu holen? Warum brennt da die Fackel, wenn da nichts ist? Das ist unheimlich. Geht's hier hoch? Oh! Scheiße, ich komme hier gar nicht hoch. Gut, dann gehen wir halt hier weiter. Oh Gott! Das ist voll unheimlich, Mann. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und zack! Hä? Oh! Der Schalter ist praktisch unsichtbar. Vielleicht finde ich noch mehr davon. Ja, vermutlich. Aaron hat hier überall Fallen gelegt, um ungebetene Gäste aufzuhalten. Ich muss vorsichtig sein. Wieso war mir das klar? Ich werde in jede einzelne reintreten. Wo zum... Achso, hier. Da ist ein Loch. Oh, was ist das? Da funkelt was. Was ist das? Jetzt ist es weg. Autsch. Wundervoll, stoßen wir uns mal den Kopf. Das... Ach komm schon, offensichtlicher geht's jetzt aber nicht, oder? Hopp. Und zack. Halt, stopp. Ich will aber noch. Ich habe mich da vorne noch nicht umgeguckt. Ich will hier reingucken. Ja, ouch, hell. Mhm. Ja, das hat mir ja jetzt nicht so viel gebracht, aber warum nicht? Hopp. Ach, geht nicht. Schade. Gut, hier ist nichts. Also gehen wir doch rüber. Ein interessanter Mechanismus. Warum haben wir es irgendwie alle mit sich bewegenden Zahnrädern? Scheint irgendwie so eine Diebesmasche zu sein, hm? Hallo. Ach Gott. Oh, Bücher. What the fuck? Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen? Oder war das eher so eine Art Zielhilfe? Nahrung. Ich will das haben. Was ist das? Noch mehr Bücher. Ah, da geht's hoch. Irgendwo ist es bei hier undicht. Getropft. Würde mal sagen, verstehe, okay, ich muss da drüben hoch. Ist ja im Endeffekt derselbe Weg. Oder? Ja.
Ich wette, in Minimum eine werde ich reintreten, oder? Ich fände es dekadent, wenn dem nicht so wäre. Was denn? Jetzt bin ich hier und komme nicht weiter? Was will ich denn über... Kann ich... Das ist doch bestimmt... Ach richtig, die Steine sind hier... Hier ist keine Steinwand. Schalter! Ha! Oh, ich bin so gut. Ah! What the fuck? Du bist noch nie hier gewesen, oder? Aaron? Was ist denn los, Garrett? Bin ich dir endlich zuvorgekommen? Was war in meinem letzten Getränk drin? Ich finde das nicht gut. Ich finde das gar nicht gut. Das erinnert mich dezent an sämtliche Horrorspiele, die ich bei PewDiePie gesehen habe. Oh Gott. Was geht hier mit mir ab, Mann? Ich weiß, ich sollte hier vielleicht vor... Kann ich gar nicht. Anderen Weg finden. Dem komischen leuchtenden Mondzeugs hier folgen. Das ist der Plan. Wahrscheinlich auch das Einzige, was ich gerade tun kann. Ganz falsch. Wieso bist du hier? Du bist tot. Vielleicht warten hier die Toten, wenn sie sonst nirgends hin können. Und jetzt bist du hier. Bist du tot, Garrett? Bestimmt nicht. Ich wüsste, wenn ich gestorben wäre. Oder? Die macht mir Angst. Ach, da! Aber wie komme ich denn da? So, ah, der Weg. Folge mir zur Wahrheit. Ach, mein Gott. Hör doch mit dir. Ich habe dir zugesehen. Ich wollte sein wie du. Wir ähneln uns. Warum habe ich es probiert? Die Welt hat schon einen Garrett. Was willst du von mir? Du sollst einen Schlüssel zur Wahrheit stehlen. Von früher, bevor ich Aaron wurde. Was? Aber du musst ihn selbst finden. Das sind die Regeln. Okay. Gott, ist das unheimlich. Ach, jetzt hört doch mal auf damit. Heiliger. Such danach. Ich sag dir, wenn du nah dran bist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Spielchen mag? Such nach was? Na dran. Irgendwo muss es einen Zusammenhang geben. Ich kann nicht springen. Ich fühle mich ja geehrt, aber irgendwie... Etwas weiter noch. Wenn es nicht so unheimlich wäre, verdammt. Dann wird mir das viel mehr gefallen. Was willst du von mir? Mein Gott. Nein! Na, zumindest malen kann sie ja. Es ist, als wollte Aaron, dass ich etwas finde. Ich kann nicht gehen, ohne nachzusehen. Wow. Das inspiriert mich beinahe dazu, mein Zeichenzeug wieder rauszuholen. Verdammt, das sieht gut aus. Ja.
will, muss, soll, irgendwas. Was für ein Schlüssel? Wovon hat die geredet? Okay. Oh. Ah ja. Was ist das? Und warum hatte Aaron es? Ein Zahnrad in einem verdammt großen Uhrwerk. Was soll man dazu noch sagen? Ich habe mittlerweile 3, 4 Personen, die ich als Zahnräder in diesem riesigen Uhrwerk sehe. Das Problem ist nur, dass die irgendwie alle nicht so wirklich zusammenpassen. Und ich das Gefühl habe, dass ich wie bei meinem Glockenturm den ganzen Scheiß zusammensetzen darf. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Ach so, ich muss da gar nicht hoch. Ich habe einen sehr metaphorischen Vergleich gefunden gerade, aber das ist das, wie ich es mir am einfachsten erklären kann, sagen wir es mal so. Ich muss mich mal kurz ein bisschen zurechtsetzen hier. Autsch. Entschuldigung. Okay. Ich frage mich immer noch, wie er auf die Idee kam, zuerst zu ihrem Versteck zu gehen. War das irgendwie Intuition? Oder... Oh, ah! Verdammt, das wollte ich eigentlich nicht. Tja. Damit wären wir wohl wieder im Südviertel. Nein, Quatsch. Habe ich es gerade verlassen? Ach, keine Ahnung. Ich verliere ein wenig den Überblick. Während du dich aus deiner Deckung lehnst, kannst du schnell zu einer anderen Ecke wechseln. Ja, das habe ich auch schon entdeckt. Ich weiß nur nicht mehr genau wie. Nach dem Abschluss eines Kapitels hältst du abhängig von deinem Spiel, war seine Fett. Auf zum Haus der Blüten. Es hat rote Lampen. Also suche ich rote Lampen. Ich finde das Bordell. Ein Bordell, das rote Lampen hat. Ja. Wie einfallsreich. Aber gut. Ich würde mal sagen, ist dann relativ leicht zu finden innerhalb von 50 Metern Entfernung. Immerhin. Milady, der Herr. Dann habe ich jetzt endlich dieses dämliche Versteck gefunden und es kann weitergehen. Oh, der gehörte. Oh. Was? Komm schon. Der sah aus wie ein Zivilist, Mann. Die werden ja immer fieser. Rikers Ditch. Hey. Rikers, nicht Riker. Rikers? Rikers? Keine Ahnung. Da oben ist was. Da oben ist bestimmt irgendwas. Oder? Yay. Inventar voll. Apropos, dann kann ich ja doch mal... Das... Nein, H oder G? G? Ah, G. In Ordnung. Hm, dann ist hier oben anscheinend doch nichts. Ah, dann kann ich mir das Blümchen noch schnappen. Hui. Zack. Wird denn nichts zu finden hier? Da, aber... Zack. Was haben wir hier noch? Bücher. Der Hunger wird schlimmer. Ich habe 6 Mäuler zu stopfen mit einem Apfel. Mach nicht denselben Fehler wie Ruger. Was hat er jetzt wieder gemacht? Wieso zum Brot Henker gestohlen. Hört sich das immer an, als wären die direkt neben mir. Haben ihn aufgeknüpft, bevor es hinten wieder rauskam. Hat jemand Hunger auf Thunfisch? Ich würde sagen, ich gehe besser mal in die Richtung, in die ich auch muss, ne? Zack. Und... Ach. Immer noch meine liebste Fortbewegungsart. Nicht über den Boden. Allerdings klappt das leider nicht immer.
Ja, hier war ich doch schon. Nein, hier war ich noch nicht. Ah, hätte ja klappen können. Ja, ziemlich verlassen aus hier alles, hm? Ups. Oh. Moment. Ja, da, genau. Komm schon. Komm. Jetzt. Geh kaputt. Geh doch. Das war jetzt auch gar nicht laut und das hat gar nicht das gesamte Südviertel mitbekommen. Echt jetzt? Der scheint das echt nicht mitbekommen zu haben. Ah, war der da unten. Boah, das ist mir viel zu hell, Mann. Da kann ich doch nicht durch. Oh, da oben könnte ich durch. Durch nicht, aber... Theoretisch könnte ich daher. Nur wie ist die Frage? Ich könnte hier... Wenn ich Glück habe... Hey, au! Was geht? Jetzt bist du ab! Verdammt! Das war so nicht geplant. Kann ich hier runter? Nein, komm. Kommst du heim zu deinem... Ich bringe zu Ende, was er begonnen hat. Ja, oder was? Oh ja, direkt in die Arme der nächsten Wache. Halleluja. Und tschüss. Yeah. Ach, verdammt. Die Musik ist geil. Ich finde das total klasse. Das war jetzt so nicht geplant, aber immerhin sind es nur noch 12 Meter bis zu meinem Ziel. Sehen wir das Ganze einfach positiv. Muss ich nur zusehen, dass ich hier... Hey, sieht gut aus. Aber es ist mir immer noch viel zu hell hier, verdammt Dacke. Was? Oh, schon wieder Fisch. Ich mag keinen Fisch. Enthält aber viel Eisen. Um mein fachliches Wissen mal heraushängen zu lassen. 8 Meter um die Ecke, na super. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt hier... einfach mal schnell in den Schatten husche? Da sind die roten Lichter. Sehr schön. Dann... würde ich sagen, warte ich, bis der Herr hier vorbeigelaufen ist. Werde in der Zwischenzeit mal schnell speichern und ein bisschen was futtern, wenn ich schon mal die Möglichkeit dazu habe. Jetzt verschwindet hier, ich muss da rein. Ah, der ist wenigstens brav. Was ist mit dir hier? Da ist doch gerade einer reingegangen, oder? Hui. Oh. Oh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. 7. Das müssten die sein. Oh. Gehst du weg? Hau ab. Sehr schön. Hoppala. Der Eingang des Hauses der Blüten muss hier irgendwo sein. Ja, genau. Der ist auch definitiv da. Nun muss ich erst warten, bis diese vermaledeiten Wachen hier vorbei sind. Kusch. Beeil dich mal ein bisschen, bevor dein Kollege wiederkommt. Ich muss hier durch. Okay. Hoppa. So. Hopp. Und hoch. Oh, endlich wieder vom Boden weg. Was zum Henker macht hier diese komischen Geräusche? Ach, das bin ich sehr... Ach, meine eigenen Schritte immer, verdammt. Da hinten ist der Eingang. Na toll. Kommt er wieder hier runter? Runter.
kommt schon, Mädels. 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Wie lange? Bis du wieder Geld hast, Edmund. Also für den Rest deines Lebens. Och, der arme Kerl. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erträgt. Du genießt das viel zu sehr, Mädchen. Nein, Edmund. Gerade im richtigen Maße. Ach, das war ja schon... Das war zu einfach, deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Gehe ich jetzt ernsthaft durch den Vordereingang? Hallo, das ist ein Bordell. Kleinen Moment. Ich werde vorher speichern. Und jetzt gehe ich durch den... Ich gehe ernsthaft durch den Vordereingang. In Ordnung. Lassen wir es auf uns zukommen. Ich habe den Ring, den Bassebeute, direkt vom Finger des Diebesfängergenerals selbst gestohlen, diesem Spürhund des Barons, aber das bringt mir keine Antworten. Erst erzählt mir Basso, dass ich ein ganzes Jahr nicht in der Stadt war, und dann sagt mir die Königin der Bettler, ich hätte geschlafen, seit die Bettler meinen Körper gefunden hätten. Aber warum erinnere ich mich nicht daran? Vielleicht hat mich diese Schwermut befallen, die sich überall verbreitet. Oh, ich hoffe nicht. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nicht gut, nicht gut. Sieht aber hübsch aus da. Ich glaube, es lohnt sich doch, sich da mal ordentlich umzusehen. Okay, es war nicht der Vordereingang. Finde den Eingang des Bordells. Wo ist Madame Zhao Zhao? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin im Haus der Blüten. Wenn ihr Schurken mich also überfallen wollt. Madame Zhao Zhao erwartet euch, Sir. Ich geleite euch persönlich zu ihr. Bitte folgt mir, Sir. Dieser eitle Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Ich fühle mich hey, das hört sich gut an. Wenn jemand sieht, dass ich zu diesen Blüten gehe, bin ich ruiniert. Keine Sorge, Sir. Madame Zhao Zhaos Haus der Freuden ist nicht ganz billig. Ihr werdet dort nur unter euresgleichen verkehren. Ha! Denkt ihr, Adlige zerreißen sich nicht das Maul wie euresgleichen? Die sind noch schlimmer. Mir wurde gesagt, meine Identität würde geschützt. Oh, das wird sie, Sir. Das wird. Ich will kurz was ausprobieren. Holy! Oh Gott! Hat er nicht verdient! Komm raus! Der Meinung bin ich auch, das habe ich auch nicht gewollt, ganz ehrlich. Wir haben ein Problem! Wir haben einen verbrannten Wachmann. Scheiße! Hey, ich wusste, du verrätst mich! Ich wollte das nicht! Jetzt bist du dran! Scheiße, Mann! Oh Mann, konnte ich das denn an? Ich konnte damit interagieren. Ich wusste nicht, was das Ding... Okay, ich muss den Part sowieso gerade beenden. Beim nächsten Mal geht's weiter und ich denke mal, ich werde versuchen, irgendwie einen anderen Weg zu finden. Ich will nicht töten. Ich meine, wir haben es fast bis zum Bordell geschafft, deswegen bin ich schon mal ganz froh. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren und Bewerten nicht vergessen. Lasst mir einen Daumen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Abonnieren vor allem nicht vergessen und schaut unten in die Infobox, in die Videobeschreibung. Wichtige Links. Niemals vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.